Hier haben wir einen ganz interessanten Fall. Und zwar, er sagte, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sah, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von einem Propheten berichtete. Oder yani, wie ein Prophet, von dem er berichtet hatte, agierte und handelte, also entsprechend auf gleiche Art und Weise. Also entweder ist das dieser Prophet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selbst, ja, und das ist ihm auch tatsächlich selbst passiert in der Schlacht von Uhud, oder es handelt sich hier um die Geschichte eines anderen Propheten. Wie dem auch sei, in beiden Fällen ist es eine Handlung eines Propheten, und was wir hier sehen ist, dass er für das Volk, das sind natürlich Kuffar, richtig? Die Muslime haben den Propheten nicht bekämpft oder so, oder verletzt. Das waren die Kuffar. Sie verletzten ihn blutig, erwischt sich das Blut aus seinem Gesicht und sagt, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergib meinem Volk, denn sie wissen nicht. Hier sehen wir einige Sachen. Unter anderem, dass der Prophet für die Kuffar um Vergebung bittet, um Maghfira, um Vergebung dieser Tat, um Vergebung dieser Tat, die schwerwiegende Folgen für sie haben könnte. Damit ist nicht gemeint, dass er für sie um Vergebung bittet, ja, um Vergebung all ihrer Sünden, in dem Sinne, dass selbst wenn sie als Kuffar sterben, sie das Paradies betreten sollen oder so. Das ist natürlich nicht gemeint, wie das vielleicht der ein oder andere versteht. Ich habe mal darüber in einem anderen Vortrag gesprochen. Ich weiß nicht mal, wo das war. Ich glaube, zu den Al-Qawaid al-Arba'a, den vier Prinzipien. Da habe ich erwähnt gehabt, dass man für den Kafir um Vergebung bitten darf, in diesem Sinne, yani, für ein bestimmtes Vergehen. Und da hat der eine oder andere verstanden, ich würde sagen, man dürfte für die Kuffar im Allgemeinen um Vergebung bitten, wie man das für die Muslime macht, als wenn er gestorben ist, wenn er stirbt und man sagt, oh Allah, vergib ihm und sei ihm barmherzig. Das ist natürlich nicht gemein. Wir reden von der Lebenszeit, Mesh. Die Person lebt noch, man bittet für sie um Vergebung, denn die Sünden und die Vergehen haben einen Einfluss auf das zukünftige Verhalten des Menschen. Wie wir schon mal gesagt haben, aus einer Sünde zeitigt sich eine Sünde. Und aus einer frommen Tat entsteht eine fromme Tat, gebärt eine fromme Tat. Man bittet um Vergebung der Folgen, die diese Handlung hat. Deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er pflegte Folgendes zu sagen: Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor unserem Übel, das Übel, das aus uns selbst keimt, und vor dem Übel unserer Missetaten. Das heißt, eine Missetat kann Übel verursachen. Übel, das zu dir wieder selber zurückkehrt. Warte. Tayyib. Das Dua für den Kafir ist nicht verboten im Allgemeinen auch. Yani, Imam al-Bukhari hat in seinem Buch Al-Adab al-Mufrad ein Kapitel mit der Überschrift Kaifa yad'u lidh-dhimmi. Kaifa yad'u lidh-dhimmi. Wie man für den Dhimmi Dua macht. Wie man für den Dhimmi, was ist der Dhimmi? Was bedeutet Dhimmi? Yani die Kuffar, die mit dem Muslim leben. Im muslimischen Staat mit dem Muslimen leben. Das müssen nicht unbedingt die Ahlul Kitab sein, können auch andere sein. Kaifa yad'u lidh-dhimmi. Darin kommt der Hadith von Uqba ibn Amir vor. Er sagte, annahu marra ala rajulin hay'atuhu hay'atul muslim. Er ging an einem Mann vorbei, der wie ein Muslim aussah. Äußerlich betrachtet sei er wie ein Muslim aus. Und er sagt er zu ihm, Assalamu alaikum, faqala wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Er begrüßte ihn mit dem Salam und er antwortete ihm dann auch entsprechend. Faqala lahu al-ghulam huwa nasrani. Einer seiner mitanwesenden Personen, die sagte zu ihm, das ist ein Christ. Das ist ein Christ. Dann stand Uqba auf, ging zu ihm und sagte, Rahmatullahi wa barakatuhu ala al-mu'minin, die Barmherzigkeit und der Segen Allahs
ist über den Gläubigen. Walakin atala Allahu umurak wa baraka fi malik wa auladik. Möge Allah dein Leben verlängern, dein Leben verlängern und dein Vermögen und deine Kinder segnen. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, es ist auch in Al-Adab al-Mufrad von Al-Bukhari überliefert. Al-Adab al-Mufrad, das ist eines der herrlichsten Bücher im Adab, wie das Wort schon sagt, Al-Adab al-Mufrad, in den Etiketten und den Akhlaq des Islams und der Spiritualität. Das ist also, es unterscheidet sich vom Al-Jami' al-Sahih, das ist Al-Bukhari. Al-Jami' al-Sahih ist ein umfassendes Buch, das, was wir als Sahih al-Bukhari kennen. Es ist umfassend, es beinhaltet theologische Aspekte, es beinhaltet historische Kapitel, es beinhaltet rechtsrelevante Kapitel, Ibadat und Nicht-Ibadat. Das Al-Adab al-Mufrad ist aber begrenzter in seinem Themenumfang und auch in der Anzahl der Hadith ist viel kleiner natürlich. Darin ist ein Hadith von Ibn Abbas überliefert. Er sagte: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. Würde Pharaon zu mir sagen, بارك الله فيك, würde ich zu ihm sagen, und dich auch. Möge Allah dich segnen, würde ich sagen, dich auch. Ja.